Es gibt eine Sache im Leben einer Frau, einer jeden Frau. Egal, ob alt, ob jung, ob schön, ob greislig, ob gewampert, ob dir, ob eine Klosterschwester oder ein Topmodel. Es gibt eine Sache, die hat jede von uns schon mal zur Verzweiflung gebracht. Die Rede ist von der Strumpfhosen. Beim Kaffer geht's schon los. Als erstes musst du überlegen, was muss ich am meisten kaschieren? Ein Arsch, ein Bauch, die Oberschenkel. Dann, wie viel Dehn sollte es drum haben? Das heißt einfach bloß, wie viel, dass man noch durchsägt. Bei 40 Dehn, da lässt du schon die eine oder andere Dehn verschwinden. Bei 60 Dehn hast du auf einmal keine Krampfadern mehr. Und bei 80 Dehn brauchst du dann nicht einmal mehr die Haxen rasieren. Und dann die Gräs. Weil wenn du es dann nämlich zu klar kaufst, dann hast du einen Zwickel bei den Knie und. Und wenn du es dann zu groß kaufst, dann hast du einen Bund am Hals herum. Und von dem allem können wir vier ein Lidl singen. Als Kind, da geht schon los, die Mutter drauf besteht, dass man im Winter ohne Strumpfhosen aus dem Hause geht. Unter der Schneehosen juckt's und kratzt zum Beißer so. Das ist mir wurscht, du verkeizt die bloß, du lasst die an. Bist noch erwachsen, kannst das selber aussuchen. Da schäl' die Haxen oder Strumpfhosen auffluchen. Auf jeden Fall. Als Kaffer ist schon ein Gestell, wo's die Verkäuferin alles wissen will. Welcher Gräs? Da muss ich großzügig sein, sonst pass ich daheim wieder nicht mei. Wie viel den? So der Sau schaut, als war ich gram, wo dann frei. Mir das Haxenrasieren noch sparen kann nebenbei. Und zwickst der Farb Havanna, Temptation Black oder Marine? Hauptsache mit Brothändelform wird's letzte Mal Sabine. Halterlose! Aha! Zum Aufsprühen gab's noch ein. Ah ja, die einen halt nicht. Zwei Jahren darfst du nicht ringen, ja. Ja, dann halt lieber kein. Und müsst euch wieder schön anziehen, kommt's nicht davon. Bleibt's gleich im Schrank und wir ziehen uns ein Hosen. Kaufen wir uns wieder was aus Nylon, dann sind die Seiten, die man braucht zum Musisch spielen. Nein! Nylon, Perl und Seitenschrift oder die aus Holz. Ein Zwickel in die Knie oder am Mund am Hals, ein Schießes Fies auf jeden Fall. Auf der Hochzeit bist dein Klon. Da hilft es einfach nicht, dass Zauber auf Maschinen Kleidel da hingeht. Bauchweg, Hosen, Push-up, BH und Nylonstrümpf. Damit ich noch der Braut die Schiene binden mit alle Mittelkämpf. Schau, keiner her, ich endlich nimmer Luft, oh halt. Schon ist passiert und der Strumpfhosenbund sich über die Wampen. Oh, weh.